Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, auf Ubuntu umzusteigen von meinem Windows-PC. Denn spielen tue ich eigentlich nur noch an der PlayStation. Alles andere kann man ja ganz gut mit Linux mittlerweile erledigen und mit Ubuntu auch recht komfortabel. Ich habe mich jetzt am Ende für Ubuntu entschieden oder zumindest teste ich es noch. Die ganzen anderen Distributionen, wie zum Beispiel Mint, hatten da mir nicht so zugesagt, sind aber Kleinigkeiten. Also ja, könnt ihr euch natürlich auch gerne für was anderes entscheiden. Canonical hatte ja sich ein bisschen den Ruf ruiniert mit so ein bisschen, ja, Telemetriedatenübertragung. Die kann man jetzt mittlerweile aber abschalten, schon bei der Installation. Also nicht so wie bei Windows, dass immer was gesendet wird, sondern halt von Anfang an kann man sagen, ich möchte keine Telemetriedaten haben. Ich habe jetzt aber ein paar Programme, auf die ich nicht verzichten kann. Und das ist zum einen ein gut funktionierendes E-Mail-Programm. Ich hatte so ein bisschen Bammel, ich müsste wieder zurück auf Thunderbird wechseln. Ich hatte ja mal ein Video gemacht, wo ich auch EM-Client gegen Thunderbird antreten habe lassen. Da hat mir Thunderbird einfach nicht gefallen, weil vieles muss mit Add-ons nachgerüstet werden und die passen sich nicht gut in die Oberfläche ein. Also ich hätte gerne ein E-Mail-Programm, wo zum Beispiel Kalender, Kontakte, alles integriert ist und ich mich nicht mit irgendwelchen Plugin-Installationen rumärgern muss. Ja, und ich bin fündig geworden und darum geht es jetzt in diesem Video, nämlich mit Evolution. Dazu gehe ich mal hier auf meine Anwendungen und gebe hier Evolution ein. Schönes kleines E-Mail-Symbol und wir starten es mal. Ja, das Programm kann prinzipiell einmal alles, wie man hier unten sieht, Kontakte, Mail, Kalender, Aufgaben und Notizen. Bei Notizen habe ich es jetzt nicht geschafft, meine Notizen von meinem Hetzner-Server zu synchronisieren. Brauche ich auch gar nicht, aber das liegt, glaube ich, auch am Hetzner-Server. Ich habe da keine URL für bekommen. Alles andere, wie zum Beispiel Aufgaben, Kalender, Kontakte und Mail, funktioniert mit den bekannten Formaten wie CarDAV oder CalDAV und E-Mail natürlich mit IMAP. Was ich ein bisschen kritisieren möchte an dem Programm, ist die Standardeinstellungen haben mir nicht so gut gefallen. Und zwar gehe ich dazu mal hier auf meine Mails, Abrufen von Mails, Empfangsoptionen, genau. Zum Beispiel hier, die musste ich allererst mal ja anhaken. Man weiß auch nicht immer, was das genau bedeutet. Zum Beispiel schnelles Abgleichen ist wahrscheinlich die Push-Funktion. Das ist alles nicht angehakt. Und das wäre doch schön, entweder wenn es das Programm aktiviert von Anfang an oder versucht zu erkennen, ob der Server diese Feature unterstützt. Also zum Beispiel in allen Ordnern nach neuen Mails sehen, würde ich mal als selbstverständlich ansehen, dass das ein Mailprogramm tun soll. Ja, macht das aber halt nicht, wenn man es hier nicht anhakt. Im Grunde, es hat alle Optionen. Wie gesagt, meckern auf hohem Niveau auch. Aber trotzdem will ich es mal angemerkt haben, dass das nicht so ganz einsteigerfreundlich ist, wenn man da sich alles immer durchlesen muss. Also wichtig ist auch, dass man zum Beispiel immer anklickt, dass alle Mails und so auch online, Entschuldigung, offline natürlich verfügbar sind. Genau, also das hat eigentlich ansonsten gut geklappt, das Einrichten. Was hier zum Beispiel noch wichtig ist, wo auch halt wieder mal Nutzerinteraktion erforderlich ist. Ihr seht schon, ich habe hier ja im Posteingang Ordner wie Drafts, Send, Spam Bucket, Templates, Trash und UsefulWid. UsefulWid ist der einzige Ordner, den ich selber angelegt habe. Die anderen kommen vom Server mit. Auch hier muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich die Ordner zuordne. Zum Beispiel hier Ordner für Nachrichtenentwürfe ist dann natürlich Drafts und ja, verschickte Nachrichten. Da würde der das lokal ablegen. Da habe ich natürlich keine Lust. Das muss unter Send. Und Archivordner habe ich keinen, glaube ich. Ordner für Vorlagen habe ich einen, der nennt sich Templates. Den kann ich hier noch einfügen. Realen Ordner für Papierkorb, natürlich machen wir auch. Ich habe ja hier auch einen drin und zwar nennt sich der Trash. Ich will das ja immer synchronisiert haben auf meinen ganzen Geräten. Und hier kann ich auch für unerwünschte Nachrichten noch einen auswählen. Das ist dann der Spam-Bucket, würde ich mir doch mal sagen, wahrscheinlich. Ja, genau. So, und jetzt mache ich da einmal okay. Und dann seht ihr, dass es das auch schöne Symbole bekommen hat. Das Einzige, was mich jetzt in der Liste hier stört, ist nur, dass ich die selbst angelegten Ordner hier scheinbar nicht nach oben ziehen kann. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür, aber schaffen tue ich es nicht. Wenn ich es hier irgendwo fallen lasse, dann geht es immer zum Beispiel, wird es ein Unterordner werden. Ja, möchte ich ja nicht verschieben. Ich kriege also meine, eigentlich sind ja, will ich ja im Eingang oben meine erstellten Ordner haben. Aber das ist alles noch, ja, meckern auf sehr hohem Niveau. Denn ansonsten funktioniert hier alles wirklich gut. Also ich habe mir hier schon mal ein CarDAV-Konto eingerichtet. Hier habe ich schon ja einen Testkontakt mal angelegt, kann auch neue Kontakte hier anlegen, wie man es halt von anderen ganz normalen Mail-Clients auch kennt, so wie ich es jetzt auch von EM-Client kenne. Und auch Verschlüsselung wird wohl unterstützt, habe ich jetzt hier beim Testen noch nicht eingerichtet, geht aber wohl auch. Also wer umsteigen will auf Linux und braucht ein vernünftiges Mail-Programm, der kann mal einen Blick auf Evolution werfen. Ich habe jetzt noch keine weiteren Erfahrungen gemacht, ist ja jetzt für mich hier nur ein erster Test. Aber zumindest unterstützt er besser als Thunderbird schon mal die ganzen Standardprotokolle wie CalDAV und CardDAV.